Ey, um da mal ein bisschen aufzugreifen, wo wir gerade bei Fäkalien und dem ganzen Quatsch sind, Ich dachte, du wolltest kacken gehen. Ich wollte eigentlich jetzt eine Überleitung zu deinem Solo-Projekt machen. So. Willkommen zum ersten Pinch Black Podcast. Heute geht's um die Kunst im Metal. Kauft mehr Bier. So. Ich finde, dass man eigentlich genau damit anfangen könnte. Tja, es gibt ja so viele interessante Sachen. Wir haben uns ja auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen darüber unterhalten. Ja, die Darstellung von Bands, wie machen Bands das? Wie sehen die Logos aus? Wie ist das Artwork? Plattencovers? Passt das alles zusammen? Wie sehen die Videos aus? Passen die auch zueinander? Bei manchen Bands ist es ja so irgendwie, da weiß man, da kennt man den Namen der Band, man weiß, was man bekommt. Ja, und bei anderen wiederum überhaupt nicht so. Ich denke nur mal so an Cannibal Corpse. Ja. Du siehst das Logo. Du siehst das Artwork, du hörst die Platte an und sagst, jo. Ja, das ist ein ganz stimmiges Konzept. Also, du siehst das Logo, es ist viel Blut, du siehst das Cover, es ist viel Blut, du hörst die Musik, es ist viel Blut. Also, in deinen Ohren vor allem. In meinen Ohren, richtig. Vor allem, was Cannibal Corpse im Vergleich zu vielen Death-Metal-Bands der heutigen Zeit meiner Meinung nach auch einfach richtig macht, ist, man kann das Logo lesen. Das ist ein, ich sag mal, marketingtechnisch echt ein großes Problem. Ich sag mal, die ganzen Gore-Bands, die sehr unleserliche Namen haben, das ist zwar auch irgendwo der Style, aber so zum Marketing absolut unbrauchbar. Bei Cannibal Corpse, die haben doch auch mal das Logo geändert. Und haben dann richtig auf die Fresse gekriegt, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Da waren doch einige auch irgendwie sehr angepisst, dass sie irgendwie, ich meine, das war immer schon leserlich, aber... Ja, die hatten früher ein anderes Logo, aber das hatte irgendwas mit rechtlichen Problemen zu tun. Ich glaube, das war, glaube ich, als sie sich von Chris Barnes getrennt haben und der hatte das irgendwie gemalt. Okay. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und dass der dann gesagt hat, so, ne, ist nicht, also es gibt kein schönes Logo mehr von mir, brauche ich ein eigenes. Ja, aber ja, dann haben sie quasi einen Blutfleck mehr gemacht. Richtig. Ja, aber es gibt auch immer Kontroverse, wenn sich eine Band irgendwie verändert oder wenn sie ihr Logo ändern oder sowas. Das ist so oft so, dabei will man sich als Musiker eigentlich auch total gerne mal so ein bisschen weiterentwickeln oder was anderes auch vielleicht machen. Und ja, und dann hast du natürlich die Fans, die von Anfang an dabei waren, die das geil fanden, was du gemacht hast, und dann kriegst du auf die Fresse. Ja, ich stell dir einfach mal vor, Slayer hätte irgendwann gesagt, ach du, eigentlich, wir haben gar keine Lust mehr auf Pentagramm. So, wir mögen eigentlich so, keine Ahnung, Dreiecke viel lieber, ist schön. Einfach, wir machen das Logo jetzt einfach in einem Dreieck. So, das hättest du nicht bringen können. Also, da muss man ja nicht direkt, ich sag mal, den Wechsel von Satanismus zum Blümchen-Anhänger haben, um da, ich sag mal, entsprechende Probleme mit Fans zu bekommen. Ja, ich glaube, bei Slayer hätte es schon gereicht, wenn sie die SS-Rune aus ihrem Logo rausgenommen hätten. Ja, wahrscheinlich. Das fand ich sehr geil, ne? Auch wenn es echt irgendwie voll daneben ist. Aber was tickt euch denn an? Was habt ihr denn für Covers, wo ihr sagt, boah, das Albumcover, das ist ja nun mal sehr geil. Ich habe eins rausgesucht. So viel Vorbereitung habe ich gemacht für heute. Und zwar von einer meiner Lieblingsbands, nämlich Napalm Death. Ich weiß nicht, wie gut man das Logo gerade sieht. Ich kenne es auf jeden Fall. Ja. Du kennst es auf jeden Fall. Ja, also wenn ihr es nachgoogeln wollt, Napalm Death. Ich blende Scum. Das auch in der Nachbearbeitung nochmal ein. Das ist gut. Und ich finde, dass es da nämlich genau das ist, was wir vorhin schon gesagt haben über Cannibal Corpse. Das ist relativ stimmig. Also du hast den Namen Napalm Death, so mit der Anspielung auf den Vietnamkrieg.
du hast auf dem Cover relativ viel, also es ist relativ chaotisch, viel Tod, Männer in Anzügen, die bösen Scheiß machen. Und dann hörst du dir halt die Songs an, die sind thematisch genau das. Also so, es ist ja quasi ein Album mit, ich glaube, 24 Songs, in denen sich ausschließlich beschwert wird. Und ich finde, das hast du halt schon im Albumcover und das finde ich, deswegen habe ich mir das ausgesucht, weil ich das ziemlich geil finde, dass das bei, dass es gerade bei der Platte insgesamt relativ stimmig war, was drauf ist, was drin ist und wie es verpackt und wurde quasi. Was tickt dich da so an dem Cover oder was hast du zuerst gehört? Hast du erst die Musik gehört oder erst das Cover gesehen und gesagt, boah, das muss ich haben? Ich habe erst die Musik gehört, weil mir das mal angepriesen wurde als der Weltrekord für den kürzesten Song, der auf dem Album auch drauf ist, dieses You Suffer. Und es ist ja einfach nur ein und dann dachte ich, okay, wenn du das als Musik verpacken kannst, dann muss ich mir das auf jeden Fall mal anhören. Ja, und ich meine, so Texte lesen macht man, also habe ich zumindest erst mit der Zeit irgendwann gemacht, aber dann habe ich quasi, also so das Gesamtding immer ein bisschen besser verstanden und dann wurde es von Mal zu Mal auch cooler. Aber das Cover fand ich auch schon immer geil, weil es auch einfach fies aussieht. Jo, bei mir ist es tatsächlich ein sehr neuer Release, und zwar Death Atlas von Cattle Decapitation. Also daran habe ich auch gedacht. Ne? Ein unglaublich gutes Plattencover. Hat einmal dieses ziemlich gorige Logo, was die nun mal haben, wofür halt Cattle recht bekannt ist. Hat auch eigentlich nur den Wiedererkennungswert, dass die diese zwei, ich nenne es mal, Stränge noch unten raus haben, die so ein bisschen, dass das aussieht wie so ein bisschen wie so ein Baum, wirklich auch. Ansonsten glaube ich, ist das Logo echt gar nicht so ganz einfach zu erkennen. Was ich halt daran geil finde, ich mochte Kettle schon vorher saumäßig gerne. So, ich mag diese Elemente von sehr technischem Death Metal, Black Metal Einflüssen und diesem Grindigen, was da so mit bei ist. Und ich finde, das hat auch die neue Platte irgendwie gut geschafft. Wir haben ja da diesen, dieses Skelett mit der Sense, also diesen, ich sag mal, Tod einfach, der die brennende Welt auf dem Rücken trägt. Und wir haben dann noch diese Sanduhr auf dem Boden stehen, die schon abgelaufen ist eigentlich. Und ich sag mal, genau das verkörpert halt auch einfach die Platte. Also so diese übertrieben düstere Atmosphäre, diese Melancholie, aber auch noch so ein bisschen der Grind, den sie früher hatten. So, also da kommen immer wieder so nochmal so Riffs, wo man sich einfach denkt, so, oh, die scheppern gut. So, dazu möchte ich einfach mit hackenden Bewegungen durch einen Moshpit laufen. So. Das ist immer noch dabei. Herrlich. Ja, ich hatte auch Kettle auf der Liste stehen. Wobei für mich ist es tatsächlich von Iron Maiden fast jedes Cover. Besonders Powerslave mit den Pyramiden und Somewhere in Time, die haben es mir damals, wo die rauskamen, extrem angetan. Mehr noch das Artwork wie die Musik. Später dann natürlich auch die Musik, aber das ist für mich so der Inbegriff vom Metal selber. Das waren auch so Alben, die ich, das ist ja meistens so, die haben einen früher schon mal so ein bisschen berührt, weil sie einfach so geil und brutal waren. Und zu der Zeit war das halt noch nicht so ganz, wie das so heute ist, dass da so im Überfluss alles Mögliche gab. Heutige Alben finde ich auch von Jungle Ride. Finde ich sehr geil. Decapitated mit den gefalteten Händen zum Beispiel auch. Mit den Nägeln dadurch. Und von Opeth das neue, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit dem Haus da drauf. Das hat auch so eine In Kauder, ja, Venenum oder so. Geile Atmosphäre, finde ich. Das finde ich auch ultra geil. Ein großer Grund, warum unser Exorzism-Cover aussieht, wie es aussieht. Übrigens. Ich finde das von Opeth auch echt saugut. Das ist echt gut, ja. Sehr, sehr geil. Ja, eine Band, bei der ich finde, dass sie es eigentlich auch fast
immer schaffen, und ich weiß noch nicht genau, warum sie das schaffen, aber so die Stimmung, die im Album steckt, im Cover einzufangen, ist Black Dahlia Murder. Jetzt musst du noch mal kurz wiederholen, weil du hast hier auf Skype gehangen. Entschuldigung. Also eine Band, wo ich finde, dass die es eigentlich immer ganz gut schaffen, die Atmosphäre, die auf dem Album herrscht, im Albumcover einzufangen, ist Black Dahlia Murder. Mhm. Weil die, wie kann ich das sagen? Jetzt zum Beispiel das neueste Album, das Verminous. Das ist ja dieses grüne Cover mit dem Abfluss drauf. Und jetzt gar nicht großartig irgendwelche Gestalten oder so, sondern du hast einfach nur diesen Abfluss, der so ein bisschen eklig aussieht. Und ab dem Moment, wo die Platte losgeht, hast du nämlich auch so ein Intro, was schon so ein bisschen nach Abfluss klingt. Und dann das ganze Album passt irgendwie stimmungsmäßig zu diesem, also zu dieser Kanalisation. Und jeder Post so ein bisschen düster, ein bisschen dunkler. Ja, genau. So ein bisschen düster, ein bisschen dunkler, so ein bisschen verhallt von den Vocals, so ein kleines bisschen irgendwie. Der klingt auf manchen Songs richtig krass, da klingt er so ein bisschen weit weg irgendwie, als würde er wirklich im Abfluss stehen. Das Intro, ne? Das ist ja auch so, ne? Das passt da 100%. Ja, und genau. Die ganze Aufmachung, sei es ein Instagram-Post, Facebook, egal was sie machen, die Homepage, die passt sich dem komplett an, auch farbig. Die Bandfotos passen sich grün, so farbig dem Cover an. Das ist schon sehr geil. Ja. Und ich weiß nicht, wie ihr Bühne auf jeden Fall auch. Und ich weiß nicht, wie tief ihr in der Diskografie von denen drin steckt. Weil ich nämlich sehr. Ich schon auch. Und es gab. Ist ja Laura schon auch. Und es gab nämlich am Anfang, haben die auch immer so ein bisschen lustigere Videos gemacht. Also sowas wie Statutory Ape oder What a Horrible Night to Have a Curse. Aber quasi lustige Videos, die aber energetisch trotzdem zum Song gepasst haben. Also dann halt so, dann spielt halt der Drummer einen Blastbeat und jetzt hängt Burkhard gerade bei mir wieder. Und dann gibt es halt schnelle Schnitte und da sind gerade irgendwelche Leute, während der Blastbeat läuft, saufen halt gerade Leute und so. Das hat auch wieder irgendwie so gut zusammengepasst, dass so die Stimmung, die Geschwindigkeit des Songs irgendwie in dem Video wiedergespiegelt wurde, obwohl die eigentlich nur Scheiße am Machen sind. Aber das hat mich irgendwie auch als junger Kerl, weil ich die jetzt, also ich glaube, ich habe so mit 14, 15 angefangen, die zu hören, hat mich das auch so ein bisschen abgeholt, dass das so ein bisschen lustig war, aber halt trotzdem alles gut zusammengepasst hat. Ich denke, das ist doch auch mal ein guter Punkt, um das Thema anzuschneiden, wie eigentlich dieses ganze Artwork, wie diese ganzen künstlerischen Aspekte am Ende eigentlich zusammenfließen müssen auf irgendeine Weise, um am Ende überhaupt ein stimmiges Bild zu bekommen. Also wir haben ja die Plattencover, die uns eine gewisse Atmosphäre vermitteln, die dann hoffentlich zur eigentlichen Musik zusammenpasst und dann das Ganze noch irgendwie mit Musikvideos zu verbinden, ohne dass es komplett out of place wirkt, ist ja gar nicht mal so leicht. Also da ist ja schon ein unglaublich krasser Schaffungsprozess irgendwie dahinter. Das ist ein Riesenapparat. Ich denke mal, viele Zeitstunden. Und vor allem Vorbereitungen, alles, wenn ich mir so überlege, wir als kleine Scheißband, da macht man sich zwar auch schon mal Gedanken über ein Cover, aber das kriegt man gar nicht so in dem Umfang umgesetzt, wie man das vielleicht gerne wollte oder macht sich teilweise auch gar nicht so die Gedanken darüber. Ja, das ist finde ich, nee, der Hammer. Also wir hatten ja letztendlich einfach nur mal gesagt, hey, wir wollen so ein bisschen Maskottchenmäßig was haben, hatten dann diese düstere Gestalt uns ausgedacht und dann haben wir ein düster, putziges Cover am Ende bekommen. Für unsere eigentlich vom Tonus her eher etwas ernstere Musik. Ja. Inwiefern das jetzt vor allem dann auch mit diesen, ich nenne es mal Drogenvideos, irgendwie stimmig ist, ist halt jetzt die Frage. Ne? Aber da sieht man allein schon, wie viel Zeit wir da reingesteckt haben, dass das so wird und wie viel Zeit man eigentlich da reinstecken muss, damit es stimmig wird. So, das ist schon. Und man merkt es natürlich auch, denke ich mal, wenn das irgendwie beruflich gemacht wird, dann macht man sich halt auch einen ganz anderen Kopf über bestimmte Sachen,
wo wir uns gar nicht so einen Kopf drüber machen. Ja, das, dann ändern sich einfach zwischendrin Sachen. Ja, wir hatten die Songs, die Rohfassung, die Demos noch ohne Texte soweit stehen und im ganz grob Oktober angefangen einzuspielen, bis Weihnachten fertig. Und dann habe ich erst, dann haben wir erst angefangen mit den Texten und auf einmal schwupps waren die Texte da. Ups, dann haben sie auf einmal nicht mehr zum Cover genau gepasst, aber sie waren halt da. Jo, shit happens. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das Cover, was wir haben, immer noch voll geil. Mir macht das richtig Spaß, obwohl es natürlich vielleicht nicht so ganz widerspiegelt, was dann auf der Platte drauf ist. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber andererseits muss man auch sagen, generell spiegelt nichts auf der Platte wieder, was auf der Platte drauf ist. Insofern ist das, denke ich. Eine Wundertüte. Ja, nebenbei, ne? Hört unsere Musik. Ich nutze jetzt mal gerade die Gelegenheit, um schamlose Plugs zu machen. Es kam gerade unser Engel-Cover raus von Rammstein. Das kann man sich einmal geben auf Spotify, auf YouTube, eigentlich überall. Dasselbe, demnächst kommt noch eine, oder ist schon erschienen, ich weiß es noch gar nicht, eine Corona-Video von unserem Song From Heaven to Hell. Und ansonsten gibt es natürlich unsere Platte Exorcism zu streamen, falls das noch nicht geschehen ist. Hör da mal rein. Ist ganz witzig, ganz bunt. Genau. Und die macht schon ein bisschen und Bock. Wenn das hier heute gut fluppt, ja, und Spaß macht, dann denke ich mal, werden auch die ein oder anderen Podcasts noch kommen. Denke ich auch. Ja. Also ja. So weit bisher, ja. Also dafür. So ein paar lockere Plauderrunden, ja, mit einem roten Faden, den man hin und wieder mal verlässt. Ja, ich weiß ja schon gar nicht mehr so richtig, wo wir dran waren, ja, aber ist in Ordnung, weil wir sind höchst uninformativ, aber ein wenig unterhaltsam. Das hoffe ich. So. Wir brauchen hier mehr Alkohol. Höchst uninformativ. Das Hansapilz kickt. Hansapilz sponsert uns, bitte. Aber wo wir eben bei so geilen Plattencovers waren, ne? Wie sieht das bei euch mit Bandlogos aus? Also ich sag mal, du, Laura, du hast ja eben schon gesagt, so unleserlich ist zwar eine geile Kunst, aber marketingtechnisch vielleicht nicht ganz so. Was magst du? Also, da gibt's sehr viele Bands, bin ich ganz ehrlich, die es gut machen, meiner Meinung nach. Ich muss hierbei tatsächlich mal ganz kurz sogar ein bisschen scrollen nebenher auf okay, das traue ich mich gar nicht. Wenn ich das mache, kackt hier alles ab, die ganze Technik. Ja, also ich finde zum Beispiel, ich finde so Logos wie von Cytotoxin, dieses, also finde ich unglaublich genial. So Logos wie von Avatar zum Beispiel, das hat gar keinen Sinn, dass das ein russisches R ist, das, was die da als A benutzen. Das macht überhaupt keinen Sinn, aber dieses verdammte blöde Logo von denen kann man sich merken. Das kann man lesen, man weiß sofort, wer das ist, und also der Wiedererkennungswert ist mir da einfach wichtig. Man kann natürlich einfach in irgendeiner leserlichen Schrift seinen Namen schreiben. Und dann hat sich das irgendwie getan. Aber die Komposition ist auch verdammt wichtig. Du kannst ja in Schönheit sterben. Ne? Also das beste Beispiel, was es vielleicht gibt, was vielleicht auch jeder kennt, ne? diese verdammte Scheiß-Seitenbacher-Werbung im Radio. Seitenbacher-Öle, Seitenbacher. Ne? So totaler Scheiß und jeder behält es. So, also ein bisschen ist es ja auch bei manchen Logos. Ne? Also das muss nicht immer in wunderschön sein, aber manchmal bleibt es echt drin. Priest ist echt hammergeil. Und dann sehe ich mir manche, nicht alle, aber manche Platten-Artworks, krass. Ich finde auch zum Beispiel, also das ist jetzt rein subjektiv, ich sage das nur noch mal dabei, bevor hier die Iron Maiden Ultras kommen. Ne? Stimmt, das haben wir vergessen. Alles ist subjektiv, was wir sagen. Ja, aber ich habe schon recht. Also außer alles, was Burkhard sagt, das ist objektiv und stimmt. Richtig. Ja, aber ich finde zum Beispiel ganz persönliches Ding so, ich finde
also natürlich ist mega wiedererkennungswert, aber ich finde das, also so das Logo einfach von Iron Maiden ist echt, das ist so outdated, das sieht so scheiße aus. Finde ich ganz persönlich. Also es ist keine schöne Schrift oder so, aber das hat einen Wiedererkennungswert. So ist das auch mit diesem blöden Slayer-Logo, das einfach halt auch schon so hardcore nach 80er Jahre aussieht. Ich meine, hat mal wer in den 80ern einen Film geguckt? Da ist es keine Schrift, wo man sagt, oh ja, das ist ein cooles Font. Das sehe das war ich halt da. Natürlich jetzt so. Ja, okay, klar. Aber du benutzt bestimmt auch Comic Sans. Nee, ich darf jetzt hier keine Schimpfwörter sagen, aber die kannst du ja rauspiepsen, ne, du blöde Muschi. Das piepse ich nicht. Laura, es wird gepiepst. Wir sind der Metal-Familien-Podcast von okay. Pinch Black. Ich mach das einfach wie Metallicalypse, da kommt ein Feature drüber. Ja, das finde ich gut. Also ich finde zum Beispiel das Iron Maiden Logo super zweckmäßig. Und ja, ich habe mich, vielleicht habe ich mich auch einfach dran gewöhnt. Ja, ich kenne nichts anderes. Das ist irgendwie so, wie es ist, wie beim Priest auch. Ja, was ich aber dann wiederum richtig geil finde, ist, wenn du ein Logo nicht lesen kannst. Also im Grunde, ich mag schon diese extremeren Logos sehr gerne. Also so Infinite Annihilator, so. Genau. Das ist schon sehr fein. Ist auch einfach eine wertvolle Band, musikalisch, künstlerisch. Ja. Dringend. Sexuell, ja. Ja, in allen Aspekten. Und was ein mega geiles Logo ist, Death Clock. Ey, das ist. Das finde ich übrigens auch vom Artwork, von allem. Ich meine, das ist ja keine Band in dem Sinne. Brandon Small, nee. Okay. Aber das Scheiß-Logo ist so stimmig. Das ist alles stimmig, ne? Das, die Serie episch und das Cover und das Logo. Hammer. Da passt einfach alles. Also, das Logo sieht halt auch einfach aus, als wäre es so vorne auf dem. Also auf der Motorhaube von einem fetten Auto einfach. Also, so eine, ich weiß gar nicht, Hot Rod oder sowas. Irgendwie so. Oder auf dem Tank von einem Motorrad. Also das sieht einfach, das hat einfach was. Ich finde das sehr, sehr geil. Hier von wegen unleserliche Logos. Ja. Ich halte mal gerade kurz eins in die Kamera. Oh. So. Das kann jetzt vermutlich niemand lesen, schön. Richtig? Ja. Ja, genau. Das ist die Torso. Wunderbare Band. Nein. Genau, es ist Torso Fuck. Ja, ich hab's erkannt. Und ich finde nämlich, dass ich auf dem, also für die Zuhörer, ist es das Albumcover von Erotic Diarrhea Fantasy, wo zwei sich küssende Frauen in Exkrementen sitzen. Und ich finde, in der Kombi passt es aber wieder ganz gut, weil das Logo sieht halt aus, als würde da jemand Musik über Scheiße machen. Und das, dann finde ich, ist es wieder cool. So, also solange du damit keine falschen Erwartungen wächst, finde ich es eigentlich auch ganz nice, wenn die Logos mal nicht so lesbar sind. Ich glaube, das ist es, diese falschen Erwartungen wecken. Ne? Also, jetzt wird hier was, du hast hier was reingeschrieben. Ja, boah, ich hab mal eingeschmuggelt, um das Editing später leichter zu machen. Das ist richtig eklig. Ich denke ja auch noch mit. Ey, um da mal ein bisschen aufzugreifen, wo wir gerade bei Fäkalien und dem ganzen Quatsch sind, Ich dachte, du kurzes Kacken gehen. Ich wollte eigentlich jetzt eine Überleitung zu deinem Solo-Projekt machen. So. Wessen Solo-Projekt? Ja, das von meinem Vater hier. Hab ein Solo? Ja. Ach ja. Ja, wollte ich eigentlich jetzt, wo es so gerade um Fäkalien ging, egal, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich hinaus auf nochmal zurück auf Cannibal Corpse, wollte ich nochmal zurückkommen. Und zwar auf diese gar wundervolle Kunst von Butchered at Birth. Lass uns doch mal darüber quatschen.
Was haltet ihr davon, dass es den Quatsch hier nicht mehr gibt? Vertretbar, nicht vertretbar? Ich finde es nicht vertretbar. Ich finde, das sollte noch sichtbar sein. Es ist letztendlich auch eine Form von Kunst. Und solange Körperwelten touren darf, finde ich, sollte sowas auch möglich sein. Ja, ich habe da eigentlich dieselbe Meinung wie Burkhard. Du verkaufst ja auch nicht unbedingt jeden ab 18 Film vor der Ladentheke, sondern bei manchen. Es geht hier nicht um Pornografie, Laura. Nein, ich musste lachen, weil ich das ernsthafte Horrorfilme. Also, du verkaufst ja auch nicht jeden Film, der ab 18 ist, unbedingt vor der Ladentheke. Sondern so bei manchen musst du ja nachfragen, wenn die zu doll gewaltvoll sind oder so. Und warum machen wir das nicht mit Platten einfach auch so, dass gesagt wird, so ey, das, wenn hier Kinder durch die Plattenabteilung laufen und dann halt sehen, wie da so ein Fötus aufgeschnitten wird, dann finden die das gruselig. Kann ich ja nachvollziehen. Ist ja gar kein Ding. Aber dann zu sagen, nein, das verkaufen wir in Deutschland nicht, ist halt irgendwie scheiße, wenn du halt zu genauso Sachen wie zum Beispiel Körperwelten halt den Einlass beschränkst und sagst, ja, du musst alt genug sein. Oder im Kino zu Horrorfilmen den Einlass beschränkst. Doch, das ist den FSK-Button drauf. Ab 18, ab 16, was auch immer. Und dann hat sie es doch. Dann ist doch gut. Metropolis, der Film von 1927, 28, ich weiß nicht mehr genau. Meinst du etwa der Film, von dem auch unser Engel-Video inspiriert ist, Burkhard? Meinst du genau diesen Film? Ja. Zufälligerweise. Link in der Beschreibung. Der war FSK 18 damals. Also es gab das noch nicht, ne? Aber absolut verboten. Ne? So, und das war früher der blanke Horror. Das hat sich halt mit der Zeit komplett auch gewandelt. Und ich finde auch, wenn jemand diese Musik, diese Artwork letztendlich mag, soll er sie bekommen können, wenn er nachweisen kann, dass er mindestens 18 oder von mir aus 21 Jahre alt ist. Aber dass man grundsätzlich sagt, man verbietet sowas, finde ich, das finde ich tatsächlich sehr kleingeistig. Da bin ich jetzt erstmal auch dabei. Jetzt stelle ich noch diese grandios subjektive Frage in den Raum. Haltet ihr es für nötig, dass man so Albumcover macht? Also ich werf da einfach mal gerade noch meine Meinung ein. Also ich finde zum Beispiel Gewaltdarstellungen in Metal, gerade im Death-Metal-Bereich, gehören irgendwie dazu. Das ist so ein bisschen, man hat sich natürlich auch dran gewöhnt. Wenn ich mir jetzt aber persönlich zum Beispiel Butchered at Birth angucke, um beim Beispiel zu bleiben, da würde ich zum Beispiel persönlich sagen so, boah, keine Ahnung, ich brauche das nicht auf einer Platte sehen. So einfach so vom persönlichen Ding. Da wäre zum Beispiel bei mir ganz subjektiv so der, ich sag mal, Strich gezogen, wo ich sagen würde, boah, irgendwie ein bisschen too much. Wie seht ihr das? Ich finde, die Grenze sollte ja jeder für sich irgendwo ziehen. Weil, ich sag mal, den einen. Ich frage ja gerade, wo ist deine Grenze? Das wollte ich gerade wissen. Da nicht. Also ich finde das absolut für mich jetzt okay. Es gibt andere Sachen, die ich total ekelig finde, die jetzt wieder jemand anders gar nicht ekelig findet. Aber diese Art Cover Artwork, das ist ja auch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist ja nicht wie echt, das ist ja Comic. Das ist ein bisschen wie Braindead, der Splatter, wo es so übertrieben schon ist, dass es schon irgendwie wieder lustig wird. Und deswegen finde ich das jetzt nicht ganz so erschreckend, ja, oder schreckt mich nicht so ab. Da gibt es andere Sachen, die viel realistischer wirken, die mich viel mehr abschrecken oder wo ich jetzt sage, da ist für mich eine Grenze. Also, hast du da ein Beispiel? Ich bin die ganze Zeit überlegen. Wenn ich eins habe, sage ich es noch. Ich hab da auch was im Kopf, aber ich weiß gar nicht, von wem das war. Oh, ich glaube, es ist gar nicht im Metal, aber tatsächlich dieses Cover, wo dieses junge, ist das Virgin, wo dieses junge Mädel drauf ist? Virgin Killer von Scorpions zum Beispiel. Ne, so aus heutiger Sicht. Schwierig. Genau, das finde ich zum Beispiel tatsächlich, wo ich sagen würde, also
da kann ich es nachvollziehen, wenn man sagt No-Go, ja, weil das ist nicht nur, das ist realistisch, das ist ein Foto, ja, ein nacktes, junges Mädchen auf dem Cover und dann noch der Name Virgin Killer von Scorpions, und das war, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt total verhauen, 1978 oder sowas, wo das rauskam, puh, da war das noch nicht so ein brutales Thema, aber schon brutal genug, um Aufschrei zu verursachen. Also nur mal als Beispiel, irgendwann 1990 plus minus rum, da kam von Overkill ein Album raus, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, Fuck You, da war auf jeden Fall der Stinkefinger, einfach ein blöder Stinkefinger auf dem Album. Ja, das heißt Fuck You, ja, das genau, Album. Das heißt auch Fuck You. Und ja, ein Aufschrei und ein Oje, das geht ja gar nicht, und zensiert, und die haben natürlich damit genau erreicht, was sie wollten, ja, bekannt werden und provozieren. Und aber wenn man das aus heutiger Sicht so sieht, da lacht man sich ja schlapp drüber, ne? Aber so ein Virgin Killer, puh, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist sowas, ne, wo ich sage, da tue ich mir auch schwer mit, ja. Ne? Und das andere fällt für mich im Bereich eher so ein Comic. Artwork, Comic-Style, so ein bisschen sehr brutal, aber... Ich überlege gerade, ich habe, also zu Butchered at Birth auf jeden Fall dieselbe Meinung, weil ich finde, es sieht saumäßig lustig aus. So dieser eine stückende Zombie, der ja noch so ein bisschen verwirrt an die Seite guckt, den finde ich eigentlich ganz witzig. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Leute sagen, ja, das muss ich nicht zu Hause stehen haben. Da hätte ich jetzt aber andere, gerade so Grind, Gore-Grind-Platten, irgendwie so Cranium oder solche Sachen, die halt irgendwie auf einem Cranium-Album-Cover ist, liegt halt irgendwie so eine nackte Frau mit einer Axt im Kopf, glaube ich. Sowas, das würde ich mir dann vielleicht eher nicht holen. Aber nicht, weil ich es jetzt so schlimm finde, sondern weil ich das mir nicht ständig angucken möchte. So, weil die Musik dahinter ist eigentlich ziemlich fett. Und ich habe eher das Problem, dass ich so Albumcover teilweise ein bisschen bedrückend finde. Also kennt ihr das Albumcover vom ersten Korn-Album? Ja. So, mit der Schaukel und kind, der Schatten mit Korn. Ne? Auf dem, ja. Das Kind auf der Schaukel, und dann siehst du den Schatten von dem Mann. Ja, und da, das ist halt so, gerade wenn du so die Hintergrundgeschichte kennst, hier Jonathan Davis mit sonstigen Sachen in Kindheit und Jugend, dann sehe ich halt das Cover und dann läuft mir immer so ein kleiner Schauder rüber. Virgin Killer auf jeden Fall auch so eine Sache. Aber ansonsten fällt mir jetzt, also so eine richtige Grenze gibt es nicht. Ich glaube, das ist immer so der so Einzelfälle, wo ich dann sagen würde, so, ach, das finde ich jetzt ein bisschen ja, strange. Aber dann geht es schon eher so in diese psychologische Szene, so ein bisschen diese zweideutigeren Dinge, wo man sich so dann auf Dauer so denkt, so, oh, nee, ey. So. Ja. Ich finde, es ist auch irgendwie, es gehört dazu. Ich meine, man macht ja... ich weiß nicht, es hört sich blöd an, aber das ist ja Metal. Die Texte, die handeln über, ich sag mal, das Böse, über je nachdem, was für ein Genre Metal es ist, ja, über, ja, beim Death Metal halt Zombies, Mord, Totschlag und was auch immer, ja. Und dann halt die verschiedenen Abwandlungen. Und warum soll man das nicht auch auf den, das ist ja nicht die Realität, ja. Guck dir mal Cannibal Corpse an, guck den George Fischer an, ja, der kleine Knuddelbär. Das ist, ne, da gibt es andere, die. Ja, wobei jetzt natürlich Cannibal Corpse gerade auch nicht unbedingt das allerbeste Beispiel ist, nachdem der Gitarrist auch in den Knast gegangen ist, weil er irgendwie Menschenschädel im Keller hatte überall, und sonst was. Ne? Aber ja, was klar, ich damit sagen will, einfach, ich finde das jetzt, das gehört zum Metal dazu. Ja, das gehört wirklich dabei. Und das ist ein Ausdruck. Ja, ich sag mal, natürlich, wenn du, ich meine, du machst Death Metal, da ist Death im Namen. Wenn du dann nicht irgendwie was in der Art auf dem Cover hast, das ist irgendwie schon fast am Thema vorbei. Ich finde gerade auch im Black Metal, ja, es gibt da so geile Covers. Darkthrone finde ich, diese schwarz-weißen Nightside Eclipse und also gibt es so geile Sachen.
solange man nicht irgendwie eine Grenze überschreitet, jemand anderes eventuell umbringt oder Kirchen abfackelt, alles gut. Aber wie gesagt, Pfosten gibt's überall. Und jo. Ei, ich hätte gesagt, wir machen hier mal, das ist doch eigentlich eine ganz gute Länge, haben jetzt ungefähr, ich denke, eine halbe Stündchen voll. Dann würde ich sagen, machen wir doch vielleicht noch einen zweiten Teil irgendwann, weil wir haben noch gar nicht über geile Videos gesprochen, über so viele, ja, über wirklich schlechte Albumcovers. Ja, also ich hätte gesagt, da machen wir am besten einen zweiten Teil, gucken erstmal hier, wie wir das Ganze technisch so zusammengewurstelt kriegen. Genau. Wie das ankommt. Und dann hätte ich gesagt, guckt ihr mal schön unser Zeug an, wenn ihr mitbekommen wollt, wann ein weiterer Podcast hochgeladen wird, dann würde ich empfehlen zu abonnieren und eventuell die Glocke auch anzumachen. Und folgt uns auf den ganzen Social Media Krams und so ein Scheiß, nicht? Und da würde ich sagen. Genau. Ne? Und so. Bis denne.